Ein herzliches Hallo in die Bastelwelt. Ich möchte euch heute zeigen, wie einfach es ist, eine solche hübsche Damenhandtasche aus Papier herzustellen. Wenn man sie öffnet, bietet sie Platz für Kleinigkeiten wie zum Beispiel Lippenstifte, Süßwaren, ein kleines Parfüm. Irgendwas Hübsches wird sich da schon einpacken lassen. Durch diese Schlitze links und rechts lässt sich dann die Tasche schön verschließen. Wie die gemacht wird, das zeige ich euch jetzt. Wir benötigen einen Farbkarton. Ich habe dieses Mal Minz Macron genutzt. In den Maßen 21 x 14,85. Letztendlich ist das unser Kartenmaß. Ein Stück Designpapier, was zu dem Farbkarton passt. Da könnt ihr euch natürlich wieder austoben. Dieses Designpapier ist nicht mehr zu bekommen. Das hat das Maß 9 x 14 cm. Dann brauchen wir noch ein Reststück für den Henkel. Und zur Deko bin ich hingegangen, habe die Stanze Stiefmütterchen benutzt, um aus dem Glanzpapier, was leider auch nicht mehr zu erhalten ist, eine Blüte auszustanzen und mit der Wellenstanze 7 Achtel habe ich ein Etikett ausgestanzt und der Stempel für dich, den findet ihr im Frühlingsreigen. Dann legen wir unsere Teile zur Seite, die wir im Moment nicht benötigen, holen unser Falz- und Schneidbrett und falzen alle vier Seiten bei 6 cm. Das hier ist jetzt die Mitte und oben und unten werden wir dann unser Faltkarton in Falten legen. Wir nehmen jetzt unseren Faltkarton und legen ihn auf die andere Seite und falzen zwischen den beiden Falzlinien, das sind ja jetzt nur noch 3 cm, und legen es praktisch hier oben an, so dass wir bei 1,5 auf jeder Seite eine Falzlinie vorfinden. Das wäre die Mitte. Und falzen etwa 4,5 cm. Dann machen wir das auf der anderen Seite ebenfalls. Und falzen dann von diesem Kreuz. Ich hoffe, jetzt weiß ich nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich versuche es mal. Diese Kreuzung bis zum Ende der Ecke werden wir auch einmal falzen. Dazu nehmen wir unser Blatt wieder auf die andere Seite und legen uns hier das Kreuz und oben die Ecke in die Falzlinie. Man kann da mal ausprobieren, ob man richtig liegt. Vielleicht muss man sich auch noch mal so ein bisschen korrigieren. Wer das nicht so machen möchte, kann selbstverständlich ein Lineal benutzen. Aber mit ein bisschen Übung, ich glaube, das ist gut zu sehen, lässt sich dieser Arbeitsschritt auch am Falzbrett erledigen. Wie ihr seht, ist das eine Arbeitserleichterung. Aber wie gesagt, ungeübte Bastlerinnen können das natürlich mit dem Lineal ebenfalls erledigen. Damit hätten wir unseren Farbkarton vorbereitet. Was wir jetzt noch mit einem Lineal machen müssen, ist diese Falzlinie mit der Ecke zu verbinden. Dafür drehen wir es wieder um. Und falzen. Wieder von der Ecke, die wir gerade verwendet haben,
bis zu der Falz, die wir hier bei 4,5 gezogen haben. Dann sieht unser Farbkarton fertig gefalzt so aus. Und jetzt gehen wir auch schon hin und falzen die 6 cm Falzlinien und diese Mitte. So wird dann erstmal unser Karton aussehen. Und wir nehmen uns jetzt diese Lasche und dann muss diese Seite hier auf diese Kante aufgelegt werden. Das ist ein bisschen tricky und beim Farbkarton ist es auch ein bisschen schwierig, weil der ja fest ist. Da hilft uns unser Falzbein ungemein. So, dann haben wir die erste Falz schon gefalzt. Was wir jetzt benötigen, ist eine Schere, denn jetzt schneiden wir genau dieses Teil hier an der Kante weg. Zack. Und dann falten wir auch gleich einmal in die andere Richtung. Da hilft uns wieder unser Falzbein. Und dann haben wir schon für die ersten Seiten unsere komplette Falzung. Das ist die Mitte, die wir ein wenig einfalzen. Und schon haben wir die ersten Falzungen. Das machen wir bei den anderen Ecken genauso, indem wir jetzt wieder den Farbkarton in die Mitte einfalzen und das schön festdrücken mit unserem Falzbein. Und schneiden gleich wieder diese Kante, die übersteht, ab. Falzen gleich einmal in die andere Richtung. Lassen uns da vom Falzbein wieder helfen. Und haben gleich die komplette Faltung der einen Seite fertiggestellt. Das gleiche machen wir jetzt mit allen anderen Ecken auch. Dazu werde ich jetzt wieder den Schnelllauf. Jetzt haben wir alle. Da hier die Mittelfalt, die müssen wir noch so ein bisschen nachfalten. Dann findet sich das alles von ganz alleine. So, wenn wir jetzt unsere Faltungen einschieben, seht ihr schon, dass unsere Grundtasche schon fertig ist. Dann kommen wir jetzt zu der Lasche. Für die Lasche müssen wir oben an dem 9 Meter Stück Schnitte vornehmen in der Breite von 3 cm und auch 3 cm in die Tiefe. Es geht also, wir gehen gleich hin, setzen unser Schneidmesser hier an 3 cm an und schneiden ein. Das gleiche auf der anderen Seite. Ihr seht, dass ich die Skala auf der rechten Seite verwende. Den Schneid gleich auf 3 einmal einschneiden, fertig. Mit unserem Eckenabrunder oder mit einem Eckenabrunder, viele haben ja nicht den von Stamping Up, runden wir rund alle Ecken schön ab. Natürlich vergessen, die Schlitze zu schneiden. Wollen wir das schnell nachholen? Dazu brauchen wir wieder unser Schneidbrett und die 3 cm Marke. Wir schneiden von dieser Falz immer in die Mitte und hier auch von in die Mitte. Und zwar brauchen wir ja eine Lasche, die 3 cm stark ist. 3 cm breit ist von der Kante aus. Das ist bei 6 plus 3 ist 9. Das heißt, ich schneide jetzt bis 9 cm. Hier bin ich bei 15 und schneide runter auf 12.
und nehme jetzt meinen Farbkarton ein kleines Stückchen von der 3 cm Kante weg und schneide wieder bis hier von 12 bis 15 und hier oben von 6 bis 9 auf dieser Skala hier. Den Rest muss ich mit der Schere schneiden. Meist gehe ich hin und schneide mir erstmal wieder das Teil durch. Und schneide mir das Löchlein, was ich brauche, mit meiner kleinen Schere sauber raus. Einmal. Einmal. Oh, gleich abgerissen. Gar nicht schlimm. So, jetzt haben wir ja unser Designpapier auch schon vorbereitet. Das kleben wir jetzt komplett mit der Rückseite in dieses freie Feld hinein. Ich benutze da sehr gern den Tombow, man kann aber auch Sticky Tape nehmen. Der Tombow, ihr wisst, dass ihr da immer noch so einen Augenblick Zeit habt, eine Korrektur vorzunehmen. Das ist anständig und genau dahin positioniert werden kann, wie ihr es braucht. Dann können wir auch gleich den Test machen, ob die Laschen sich gut einpflegen, weil manchmal muss man auch so ein bisschen nachschneiden. Ja, ich sehe schon, das klappt ganz gut. So, dann kommen wir noch zu unserem Henkel. Da muss man mal gucken, wo wir die Position finden, wo denn dann jetzt unser Henkel hin muss. Dazu klappen wir wieder unsere Tasche fein zusammen. 0,5 cm, wie ihr hier sehen könnt, vom Rand weg würde ich jetzt festkleben. Ich muss es so aufkleben. Genau. Also noch einmal, legt es hier an, so die Linie. Bei dem lasst einen halben Zentimeter Platz. Befestigt es. Und dann knicken wir es einmal um. Ja, genau so will ich es sagen. Und dann können wir es hier auf der anderen Seite genauso machen. Kleinen Augenblick warten, bis sich das festgesetzt hat. Und dann haben wir schon auch unseren Bügel. Und dann können wir unsere Tasche schon zusammensetzen. Das mit den Falten ist wirklich drollig. Die springen dann manchmal auf, weil sie gar nicht genau wissen, wie mache ich jetzt was. Aber mit ein bisschen Übung kann man der Tasche da ganz schnell in ihren Falt Richtungen helfen. Seht ihr? Schon ist es drin. Und jetzt schiebt ihr die Laschen einfach links und rechts in die Schlitze. Und fertig. Sie hält. So, jetzt wird noch der Bügel ein wenig ausgerichtet. Und fertig ist unsere Tasche. Oben kommt jetzt noch unser kleines Etikett. Auch das möchte ich mit Tombow kleben. Aber das ist auch wieder euch überlassen, ob ihr da lieber ein Sticky Tape verwendet. Ist sie nicht hübsch geworden? Also mir gefällt sie total. Absolut. Ein wunderschönes Mitbringsel. Wieder statt Blümchen. Ich habe jetzt zwei in grün gemacht.
Das war meine allererste Tasche, die ich hergestellt habe. Ich hoffe, das ist eine schöne Idee, die ich euch hier gezeigt habe. Sie ist recht einfach nachzuarbeiten. Versucht es einfach, traut euch ran. Ich wünsche euch viel, viel Spaß und sende wie immer kreative Grüße aus Pulheim.